Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu den Rewards des Jahres. Wie man hier sieht, so sieht das Team jetzt noch aus und ich hoffe extrem, dass wir bei den Rewards das eine oder andere Packlack haben. Ich glaube, ich habe bei Gold 2 hat's geendet. Ja, man sagt ja immer, Gold 2 ist das neue Elite. Ganz ehrlich, durch die roten Player Picks und 15 Packs, ja, ich erhoffe mir schon den einen oder anderen guten. Es gibt einen Spieler, den ich mindestens haben möchte. Es hört sich sehr, sehr komisch an, aber es ist tatsächlich Henderson. Nicht der Torhüter, sondern Jordan Henderson, der ZDM, weil dann habe ich irgendwie so, ja, ich möchte das Team auf jeden Fall ändern und einen Robertson, dann einen Henderson, eventuell irgendwie noch den Mané einbauen. Ich hatte den Playoff, den Month Mané. Vielleicht haben wir irgendwie das Glück, dass wir den in Rot ziehen oder jetzt im Pack oder im garantierten Pack. Also wir haben noch die eine oder andere Chance, den zu ziehen. Gegen einen Heung-min Son oder gegen einen Mahrez habe ich auch nichts natürlich. Das sind so diese Spieler, die ich mir sehr, sehr wünsche. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Ey, ich wünsche euch nur das maximalste Packlack, Leute. Schreibt es mir in die Kommentare. Hinterlasst auch gerne einen Daumen nach oben auf das Video. Würde mich sehr, sehr freuen. Danke euch für euren Support. Und ja, Freunde, oh mein Gott. Ich will das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir beginnen auf jeden Fall einfach mal. Ich hoffe halt, dass ich einen BPL-Spieler ziehe und keinen von der saudischen Liga. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Alisson sieht man sehr, sehr oft, habe ich gesehen, und diesen Henderson, ne? Und schauen wir mal jetzt, wie es bei uns laufen wird. 3, 2, 1, Schickert, immer Gutes gezogen, ne? Come on, der erste Spieler ist schon mal der falsche Henderson, ne? Ach, es ist so bitter. Aber ja, wir nehmen auf jeden Fall das Rating für eben das garantierte Pack, garantierte PPL-Pack. Deswegen Abfahrt an Melso und... Keine Ahnung, Leute. Ich bin jetzt schon gerade ein bisschen nervös. Deswegen, ich schaue einfach mal dorthin, dann sehe ich es ein bisschen verzögert. 3, 2, 1 mit Nase. Come on, was ist da drin? Was ist da drin? Yeah! Rashford, Alter, oder Chuinko? Chuinko, oh, der sieht hart aus. Alter, wie sieht der aus? 91, Abschluss 97, Schusskraft 94, 95. Oha, Balance, Beweglichkeit. Der sieht eigentlich krank aus, Leute. Der sieht krank aus, aber Rashford ist auch so einer. Oha. Okay, Leute, Chuvinco kostet 435.000 und Rashford knapp 700.000. Real Talk. Ich entscheide mich für Rashford und ich habe es jetzt gerade gesehen. Er hat den 3-Sterne schwachen Fuß. Hat das nicht irgendwie geheißen, dass der 4-Sterne hat oder so irgendwas? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall, Leute, wir nehmen Marcus Rashford. Wir nehmen ihn jetzt einfach. Bam. Und ich muss sagen, ich bin mit Rashford definitiv zufrieden. Es gibt Schlimmeres. Also 90er und 94 Rating. Den 90 Rating brauchen wir für das garantierte Pack. Es kann nur ein Schlimmer sein. Kann Alisson. Gut, den könnte man auch für die PPL, für das Garantierte verwenden. Aber nochmal, ich bin zufrieden, Leute. Da gibt es jetzt noch, ja, ein paar Megapacks, seltene Megapack, in der Hoffnung, dass wir da auch noch was ziehen. Bin gespannt, Leute, was da jetzt rauskommt. Wünsche mir einfach nur Glück. Gut, BPL brauchen wir für dieses BPL-Set. Passt. Ach ja, Leute, morgen kommt auch noch ein Video. 11 Team of the Season in 2,5 Stunden gezogen. Und ich musste sogar einen BPL-Tots quasi in eine SBC abgeben. Das war zu wild, Leute. Passt. Zweite, wo mein Auge juckt. Normalerweise juckt die Nase, wenn man sich ärgert. Aber ich ärgere mich jetzt gerade, weil kein Tots drin ist, sondern Zaniolo. Seltener Goldpack. Ich schwöre, ich hatte da noch nie was Gutes in FIFA 20. Und glaub, so hat sich's geändert. Die Antwort? Nein. Aber zweimal BPL-Spieler. Okay, zweimal 84 geht wieder ein BPL-Spieler. Trotzdem, Leute, ich bin jetzt noch nicht zufrieden. Ich hoffe, bei euch läuft es besser. Leute, ich schließe gerade das garantierte PPL-Pack ab und ich habe gerade gesehen, guckt mal, Busquets 60.500 und Ramos jetzt gerade gekauft 51.500. Also, das ist schon krass, dass ein Busquets viel teurer ist als ein Ramos und ich hatte einfach nur gerade Glück. Ne, Leute, die Packs waren nicht mal der Rede wert, deswegen, ich habe es euch gar nicht gezeigt. Schau mal, vielleicht ist da etwas drinnen. Da habe ich, glaube ich, sogar zwei Tots gezogen. Habe ich. Habe ich aber heute nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, ich werde den Torhüter Henderson ziehen, weil es jetzt die ganze Zeit so losgegangen ist. Oder Rashford vielleicht sogar noch. Oder Trent oder Robertson, genau die ich nicht brauche. Mahrez wäre geil, Heung-min Son wäre geil und dann halt auch noch die ganzen Mané, Ober, dies, das. Das heißt, Leute, wünscht mir viel Glück. Warum habe ich nur noch 442.000 Coins? Ich hatte doch 600.000 Coins.
Achso, ich habe ja das garantierte BPL-Pack gemacht. Okay, Leute, lass uns nicht reden. Schließlich wissen wir, bitte, irgendwas Gutes. Vielleicht kein England ausnahmsweise. Scheibe. Leute, den habe ich dreimal gezogen. Dreimal untradable. Das ist das dritte Mal, dass ich Trent Alexander-Arnold untradable ziehe. Ach, warum wollte es der FIFA-Gott heute nicht mit mir besser? Why? Why always me? Oh, that's really a joke. Und ich habe ihn abgestoßen, Leute. Weg ist er. Hab den jetzt für Goretzka geopfert. Das zweite Mal, by the way. Das zweite Mal. Tradable, Juan Jesus, Neymar und noch Atal. Also eigentlich könnte ich da schon etwas machen, Leute. Ist halt die Frage, was? Was und wie werde ich das Ganze jetzt handhaben? Ein Rashford müsste jetzt eigentlich ins Team eingebaut werden. Ne? Und ja, wenn ich solche kranken Außenverteidiger habe, Thiago habe ich auch noch, Goretzka, wie gesagt, könnte ich jetzt machen oder muss ich jetzt machen, eine SBC fehlt noch, Kopf brennt gerade, vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen, könnt mir es auch gerne auf Instagram oder auf Twitter schicken, schauen wir mal, ich hoffe, ihr bewertet das Video positiv, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr gezogen habt, ich wünsche euch einen schönen Tag, wir sehen uns morgen in alter Frische, ciao, ciao.